Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute werde ich euch mal wieder ein paar News aus den letzten Tagen zusammenfassen. Unter anderem werden wir beispielsweise ein Live-Event erhalten, beziehungsweise ein Live-Konzert erhalten. Dazu allerdings später mehr. Wenn euch die Videos hier natürlich auf dem Kanal gefallen, könnt ihr gerne ein Abo dalassen. Dann unterstützt ihr mich auch auf dem Weg 10.000 Abonnenten. Würde mich auf jeden Fall extrem freuen. Außerdem bewertet, kommentiert und teilt natürlich gerne das Video. Und schaut auch gerne vom Twitch-Kanal vorbei. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Würde mich auch freuen, wenn ihr dort ein Follow dalasst. Und ich würde mal sagen, wir beginnen jetzt mal mit den Informationen und hier wird es auch schon angekündigt, und zwar ist das Ganze wieder in Path Royale, ähnlich schon wie letzte Woche. Allerdings war es letzte Woche bzw. letztes Wochenende ja nur ein reines Test-Event, deshalb war es ja auch nur relativ kurz. Ich glaube, es ging ja nur 15 Minuten oder so. Allerdings wird das diesmal tatsächlich ein richtig langes Event sein, und dazu hat der Epic Games auch etwas auf der Website gepostet, und zwar das hier. Und hier eben halt werden Dylan Francis, Steve Aoki und Deadmau5 auftreten. Ich weiß gar nicht genau, was die für Musik machen. Wahrscheinlich wieder irgendwelche DJ-elektronische Musik oder so. Weiß ich nicht ganz genau. Müssen wir nochmal schauen. Das Ganze wird dann am Samstag, den 9. Mai, das heißt diesen Samstag, um 3 Uhr nachts stattfinden. Sehr, sehr kritische Zeit. Ich werde das da auf jeden Fall nicht livestreamen. Allerdings wird das Ganze dann eben halt auch nochmal um 20 Uhr am Samstag wiederholt dort werden und uns das dann sehr wahrscheinlich im Livestream einmal anschauen. Und es geht diesmal tatsächlich auch eine ganze Stunde. Das heißt entweder von 3 bis 4 Uhr oder von 20 Uhr bis 21 Uhr. Das heißt eine wirklich ganz schön lange Zeit. Und dort können wir, wie gesagt, auch etwas Kostenloses bekommen. Und zwar, muss man sich dafür nicht mal das Konzert selbst anschauen. Sondern man muss einmal zwischen dem 9. Mai um 0 Uhr, das heißt einfach zwischen Samstag und dann Montag bis 16 Uhr in Fortnite einloggen, und dann bekommt man das kostenlose Rückenaccessoire Neon Schwing, und das soll auch auf Musik reagieren. Das heißt, dort wird wahrscheinlich irgendetwas blinken oder sich verändern am Neon Schwing Backpack. Ist auf jeden Fall ganz nice, und man muss eben halt wirklich nichts dafür machen. Man muss eben halt nicht mal das Konzert anschauen, keine Challenges machen, sondern sich einfach nur einmal innerhalb dieser fast 3 Tage tatsächlich einloggen. Also ist ja fast den ganzen Montag noch verfügbar. Und hier haben die eben halt sonst noch ein bisschen was angekündigt. Haben die hiermit offiziell Path Royale angekündigt. Vorher hatten die dazu ja noch nichts extra gepostet. Kennen wir ja aber alles eigentlich schon. Die haben dazu auch einen kleinen Trailer rausgehauen, und dort war eben halt einmal diese Szene, wo wir tatsächlich wo wir ein Bild von dem Season 4 Battle Pass Trailer sehen, beziehungsweise von dem Season 4 Trailer insgesamt, was auf jeden Fall ganz interessant ist. Denke ich mal, wird nichts als Spezielles bedeuten. Ich denke mal, dass wir dort, oder es kann ganz gut sein, dass wir dort eventuell die Trailer für Season 3 erhalten werden. Das heißt, wie sonst immer, wo das auf Twitter und so angekündigt wird, kommt jetzt vielleicht immer um 16 Uhr, was hier die normale Trailerzeit ist, kommt dann immer ein Bild auf diese Leinwand, und dann werden wir das dort erhalten. Wäre auf jeden Fall ganz nice, denke ich. Und ansonsten ist ja eigentlich nichts Interessantes. Dann kommen wir mal zum zweiten Thema, und zwar geht das Ganze um Skill-Based Matchmaking, wie es ja sicherlich wird. Wisst, ist, glaube ich, seit Ende Season X bzw. Anfang von Chapter 2 Skill-Based Matchmaking in den ganzen Modis drin, also nicht nur in Arena, wo es ja so oder so schon immer drin ist, sondern es war dann eben halt auch in den ganz normalen Modis drin, und das hat eben mal halt dafür gesorgt, dass wenn man guter Spieler ist, auch gegen gute Spieler spielt. Und wenn man eben als schlechter Spieler ist, dass man auch gegen schlechte Spieler spielt. Und jetzt scheint es so zu sein, dass man tatsächlich im Squad-Modus kein Skill-Based Matchmaking mehr hat. Und ich hatte das heute Morgen tatsächlich mal ein bisschen ausprobiert, ein bisschen Solo gegen Squad gespielt. Und ich sag mal so, die Gegner waren nicht die besten. Erste Runde 20 Kills uneingespielt natürlich. Zweite Runde 13 Kills. Dritte Runde einmal eben halt einfach, weil wenn Skill-Based Matchmaking nicht aktiviert ist, dann sind hier nicht nur Bots in der Runde, sondern es kann auch manchmal sein, dass echt gute Spieler dabei sind. Wenn eben halt ein guter Vierer-Squad auf einen trifft, keine Chance dagegen zu gewinnen. Und deshalb habe ich da verkackt. Aber es waren tatsächlich wirklich kaum Bots da drin. Also vielleicht waren von den 20 Kills oder so, ja, 5, also vielleicht 1 Squad bis 2 Squads, vielleicht Bot Squads, aber ansonsten wirklich keine Bot Squads, sondern es waren einfach schlechte, normale Casual Player. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob die das so geil finden, wenn die jetzt eben halt gegen wirklich deutlich bessere Spieler spielen müssen.
Ich muss sagen, ich finde es auch nicht so extrem geil, gegen so schlechte zu spielen. Natürlich habe ich eine 20 Bomb geholt, danach noch einen Sieg mit 29 Kills, was irgendwie komplett krass ist. By the way, ich hatte eine Assist, wurde mir von einem 4er-Squad abgestaubt. Belastend auf jeden Fall für die 30er-Kill-Runde. Aber juckt ja auch nicht. Die Gegner sind wirklich shit. Aber immerhin sind es keine Bots mehr. Ich hatte ja auch vor einer oder zwei Wochen tatsächlich mal eine Runde gehabt mit 20 Kills. Und da waren eben halt wirklich nur Bots drin. Da war kein normaler Spieler drin. Und jetzt eben halt wirklich so, dass man gegen schlechte Casual-Spieler spielt. Ja, ist jetzt irgendwie wirklich nicht so krass, dass man solche Kills holt. Weil es eben halt wirklich keine guten Spieler sind. Und ich finde, man... Ich finde es einfach geiler, wenn man in irgendwelchen, also wenn man gegen richtig gute Spieler solche Killrunden holt. Sowas zum Beispiel viel besser, als ich Solo gespielt habe mit 9 Kills und die Gegner waren wirklich krass da drin. Also vor allen Dingen, nachdem man gegen solche Bots gespielt hat, da nochmal in Normal reingehen, also in Solos reingehen, wo Skill-Based Matchmaking definitiv aktiviert ist. 9 Kills ist da auf jeden Fall um einiges besser. Weiß ich nicht, ob das wirklich so geil ist. Natürlich wünschen sich das viele YouTuber, die alles andere als krass sind, so die Casual-YouTuber wie so ein Montin, Upper Red, die zocken das Ganze ja nicht so aktiv und sweaten da nicht so rein und die finden es dann natürlich besser, wenn die solche 20 Bombs machen, aber es ist wirklich irgendwie nichts Geiles, deshalb weiß ich nicht, ob das so nice ist. Ist zurzeit tatsächlich nur in Squads, das heißt, wenn nicht mit Skill-Based wenn ihr mit Skill-Based Matchmaking spielen wollt, spielt einfach Solo oder Duos oder eben halt Arena. Dort wird sie auch so oder so immer drin bleiben. Aber in Squads kann man auf jeden Fall zurzeit sehr, sehr entspannt 20 Bombs machen, 30 Bombs. Das ist ganz, ganz easy. Das waren soweit auch schon alle Informationen, die jetzt reinkamen. Heute kam hier ein kleines Update. Da war allerdings tatsächlich, glaube ich, noch ein paar Bugfixes im Tutorial-Modus. Ansonsten gab es wirklich keine neuen Dateien drin. Also es gab wirklich null Leaks diesmal, was ja eigentlich schon relativ komisch ist, weil tatsächlich in den meisten Hotfix-Updates dann mindestens so eine kleine Sache noch reinkam, aber diesmal wirklich überhaupt nichts. Und deshalb wollte ich einfach mal jetzt alles andere noch aus den letzten Tagen so zusammenfassen. Ich hoffe, es hat euch natürlich gefallen. Wenn es so sein sollte, lasst eine Bewertung da und dann bis zum nächsten Video. Ciao.